Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Folge haben wir hier in der Nähe ein Monster getötet. Und zwar da, bei der Höhle, Eingang einer Höhle. Da haben wir Monster getötet und somit eine weitere Quest erfüllt. Und jetzt möchten wir wieder auch gucken, was wir jetzt noch für eine Quest haben. Und zwar waren das Hexeraufträge. Da haben wir zum Beispiel noch eine für Stufe 25 bei Ehrendorf. Ja. So, nur gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Ich würde da vorschlagen, dass wir nach Sandort gehen und von Sandort dann dahin gehen. So. Hier haben wir ja Gott sei Dank schon einen Schnellreisepunkt. Da dauert das nicht allzu lange. Wir müssen halt so langsam einige Quests erfüllen, damit wir auch halt von der Stärke her weiterkommen und auch von der Geschichte bald mal weitergehen können. Du dreckiger Leid. Bevor wir jetzt weitermachen. Ah, oh, Schwert geht noch. Du hast meine Großmutter ausgeraubt. Ja. Aber die ist doch schon über eine Woche beerdigt. Ich habe sie selbst begraben. Und die Goldkronen hast du ihr auch aus dem Sarg genommen. Der Fährmann wird sie nicht rüberbringen. Ihre Seele ist verloren und raubt mir den Schlaf. Sie wird ihn schon überreden. So ist sie im Leben zurechtgekommen, so wird sie im Tod zurechtkommen. Oh Mann, ihr habt Probleme. Katze. Fängst du auch Mäuse? Ihr habt Probleme, sage ich. Ganz große. Ihr müsst darüber sprechen. Anders funktioniert sowas nicht. Nun gut. Alter. Sind das viele Wölfe? Das waren mal viele Wölfe. Also lange haben sie es nicht mitgemacht. Finde ich gut, muss ich aber sagen. Gibt wieder ein bisschen Fleisch. So, und da sind wir schon beim Dorf angekommen. Was gibt es denn das hier zu tun? Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist zu still. Nekrophagen, toll. Auch noch Aalghule. Ein bisschen aufpassen. Hilfe! Aalghule, ich hasse Aalghule. Oh, einer ist gleich schon down, einer ist down. Der andere kommt auch gleich dran. Ich würde mal sagen, ist ganz schön stark. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, der zweite ist auch down. Einer ist hier noch, oder? Ah, nee, der ist auch down. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Wo Katz und Wolf spielen. Erkunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexersinne. Die Bestie von Ehrendorf. Die Klinge hat die Organe getroffen. Ja, Geralt, das stimmt. Schnitte. Flach. Verdammt. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Pass auf, Geralt. Schon wieder ein Aalghule. Ich hasse Aalghule. Blut. Mit etwas darin. Dieser Geruch. Alkohol. Bovist. Und Wolfsbann. Ein Trank. Das ist kein Bauernblut. Mistgabe. Üble Nahkampfwaffe. Das muss Geralt wissen. Er wurde da mal mit mal getötet mit einer Mistgabe. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit einem Hieb. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen,
Hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Seltsame Sache. Vielleicht kann ich im Dorf mehr rausfinden. Kunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexersinne. Das hört sich alles nach einem weiteren Hexer an. Kann das sein? Kann das eventuell sein, dass hier ein weiterer Hexer am Werke ist? Bolzen. Durchgebrochen. Eventuell, oder? Kampflos gestorben. Abgeschlachtet. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Das ist, glaube ich, ein Scheißtod. Irgendwas ist hier merkwürdig. Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Erster Hieb durch die Aorta. Zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Aalgule. Ich hasse euch. Nun denn, der letzte Schauplatz. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Schwertwunden. Da ist jemand wohlhabend, vor allem für Wählen. Der Kopf eines Waldschrats, mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nun, da ist mir wer zuvor gekommen. Hey, warte! Verdammt! Wahrscheinlich. Wo ist denn das Kind hin? Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Na los, Geralt, wir verfolgen die Fußabdrücke mal. Wer weiß, wo das Kind hin ist? Ah, ich seh's. Ja. Aha, da ist sie. Ein Mädchen? Hey, was ist denn hier los? Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch, ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie wer? Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat. Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts.
Hör auf. Erzähl mir, was passiert ist. Schon gut, das reicht. Sag mir, was hier geschehen ist. Ja. Ich sag's dir. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemir war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Ach ja. Psst. Ist schon gut. Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Die Puppe gehört doch dir. Halt sie fest und bleib hier. Ja? Schön hier bleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Folge den Spuren im Steinkreis mit Hilfe deiner Hexersinne. Der Steinkreis. Muss mich umsehen. Handabdruck. In Blut. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt. Musste sich dann abstützen. Vermutlich. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Ja. Ihr seid mir im Weg. Haut ab, lieber, bevor ihr euch noch verletzt. Oder ich euch verletze. So, sammeln wir mal alles auf und dann verfolgen wir hier noch ein bisschen. Blut. Noch frisch. Er ist nah. Sehr nah. Wo bist du nur? Komm heraus. Es hat eh keinen Sinn mehr. Ich hab dich schon gesehen. Ein Mithexer. Die Welt ist klein. Gaetan. Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall reden. Erstmal reden. Dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf. Was war da los? Bitte. Das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal. Fünfzig. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart?
Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor, aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Wie hast du das überlebt? Wie zur Hölle hast du das überlebt? Mistgabeln machen üble Wunden. Ich sag's aus Erfahrung. Ich hab mich im letzten Moment gedreht. Die Forken sind schräg rein. An der Lunge vorbei. Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Warum hast du das Mädchen leben lassen? Das Mädchen? Warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Da bin ich mir jetzt ziemlich unsicher. Im Prinzip ist es aber trotzdem so, dass Geralt nicht seine Aufgabe ist, ihn zu verurteilen. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Wahrscheinlich. Nimm, was du willst. Wo ist denn das? Ist das ja auch in der Nähe? Nein, ist es nicht. Okay, dann sollte ich wirklich zu der Kleinen erstmal zurück. Aber erst in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.